Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Ashton. Willkommen zu einem neuen Part von The Amazing Spider-Man 2. Was im letzten Part passiert ist, und zwar haben wir Onkel Ben tot gefunden. Onkel Ben tot gefunden. Er wurde ermordet. Und wir sind immer noch auf der Suche nach einem Mörder. Und wir kommen langsam dem Ziel näher, allerdings haben wir ihn noch nicht so wirklich gefunden und das schon seit 2 Jahren nicht. Wer den ersten Part verpasst hat und das nicht gesehen hat, Link ist einfach in der Beschreibung, ganz oben natürlich wie immer, da kommt ihr zur Playlist. Dort könnt ihr euch alle Parts ansehen, die ihr noch nicht gesehen habt. Und deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal zur nächsten Mission und dann schauen wir mal, ob es da irgendwelche Hinweise auf Onkel Bens Mörder gibt, denn das geht gar nicht, nee. Ich habe mich übrigens informiert, das werden wir allerdings nach der Mission erklären, wenn wir wieder Zeit haben, ein bisschen rumzufliegen. Ich liebe das nämlich, das macht so einen Heidenspaß, also das Rumfliegen hier. Könnt ihr euch aber sicher vorstellen, denn ich bin auch der Meinung, dass die Entwickler nicht gerade viel Wert drauf gelegt haben, dass die Zwischensequenzen gut aussehen, sondern irgendwie bin ich eher der Meinung, dass sie eher auf die Kämpfe im Allgemeinen mehr Wert gelegt haben. Ich meine, da sieht man ja auch die Kämpfe, das Fliegen macht alles viel mehr Spaß als, ne, genau, als diese ganzen Zwischensequenzen anzusehen, denn wenn man sich so ein paar Sachen ansieht, wie zum Beispiel die Mundsynchronisation, dann ist das nicht so atemberauschend. So, da haben wir jemanden. What the fuck? Was, du zählst es? Ich dachte, du traust mir. Sehr lustig. Hey, was ist das? Halt! Was? Das würde jetzt entkommen. Ein Normalsterblicher. Oh shit, die im Auto. Oh Mann. Eine Geißel. Nicht gut. Los, gehen wir! Lass mich raten, wir müssen sie verfolgen. Oh yeah! Lass es uns tun, Leute. Ich frag mich, was wohl passiert. Ich lasse nicht zu, dass du jemanden umbringst. Okay, mit R1 ganz easy, locker flockig, aus der Hüfte. So, und jetzt? Was soll ich machen? Nein! Ah, verdammte Scheiße. Nochmal. Nach hinten. Und jetzt? Komm her! Kreis! Wow, what the fuck? Chill mal dein Leben, du Bastard. Dann halt von rechts oder sowas, genau. Oh shit, was jetzt? Was? Nein! Was? Was muss ich denn machen? Also... So... Gehen wir erstmal nach links, denke ich. Das wäre eine ganz... Dreieck. So, für dich ist es mal... Endstation, mein Freund. Oh, shit. Will der... Sag mal, ist es so nicht... Habe ich zu langsam gedrückt oder was? Jetzt aber nochmal. Endlich. Vor allem, der verletzt ja auch gar nicht. Der legt sehr viel Wert drauf, seine Feinde auch gar nicht wirklich zu verletzen. So, jetzt nochmal. So, dann haben wir die gute alte Lady befreit, aber er entkommt wahrscheinlich trotzdem. Alles gut. Nur aufgewühlt. Hol dir den Irren. Gott, die redet wie ein Mann. Hol dir den Irren. Ich spreche es, Onkel Ben. Diesmal kommt er nicht davon. Was für Mannsweiber es aber auch gibt, ne? Na ja, gut. Ja, wie gesagt, also, wenn wir so, ne, die ganzen Sachen so betrachten, Mundsynchronisation und sowas. Nicht weit gekommen sein. Blutspuren oder was? What the fuck? CK. Mein Gott. Notrufzentrale, wie kann ich helfen? Ich muss eine Leiche melden. Ist er das, der ermordet wurde? Öffne die Kamera mit R3. Mach ein Bild eines Symbols des Mörders. Foto machen. So. Ich bin jetzt übrigens auf der PS4. Habe ich total vergessen zu erwähnen. Wenn ich entdeckt werde, wird es hässlich. Ich muss schneller werden. Naja, ist ja gut. Wir spielen übrigens auf der PS4 jetzt. Ja. Ich habe nicht. Auf PC ist das Spiel ziemlich schlecht, muss ich sagen. Audioaufzeichnung abspielen. So, dann wollen wir mal. Oh, was haben wir da? Achso, hier, bei Nachrichten, ne, genau. Von dem CK. CKs Aufzeichnung Teil 1. Können wir das nicht irgendwie Audio abspielen, so? Ich verstehe schon, Doc. Ich weiß, wie das läuft. Ich erzähle Ihnen, dass mich meine Eltern geschlagen oder auf den Kopf geworfen haben. Schreckliche Kindheit. Buh. Klar,
Sowas gab es auch. Mein Vater hat mich bewusstlos geschlagen. Meine Mutter hat gesoffen. Aber das machen viele durch und enden trotzdem nicht wie ich. Ich sag Ihnen, wie es wirklich war. Als Kind habe ich die Wahrheit gesehen. Das Leben bedeutet gar nichts. Nur der Tod zählt. Alles klar. Sehr interessante Information. Bitte erzähl uns mehr davon. Upgraden können wir leider immer noch nicht. Was ziemlich schade ist, ich würde so gerne diese Schleuder hier haben. Aber dazu müssen wir ein paar Gangs halt eliminieren. Ich will nicht, dass sie alleine ist, wenn es dazu kommt. Genau, ich guck mal kurz auf die... Warte, wie geht das nochmal? Hier auf der PlayStation 4 ist es ein bisschen anders, muss man sagen, die Steuerung deswegen, ne? Genau. Wir können versuchen, so Gangs zu eliminieren. Allerdings ist dieses Gang-Symbol doch nicht mal annähernd rot. Deswegen hätten wir eigentlich noch Zeit. Deswegen würde ich sagen, wir gehen erstmal zu Tante Mays Haus. Das wäre eine ganz gute Idee, deswegen markieren wir das Ziel. Dann werde ich die unfreundliche Spinne aus der Nachbarschaft. So, im letzten Part habe ich ja gesagt, beziehungsweise euch gefragt, was eigentlich aus den Eltern von Spidey passiert ist. Ich meine, wir haben noch nie was von den Eltern gehört. Und ich habe mich informiert, habe gegoogelt. Ja, habe ich. weil mich das einfach so interessiert hat. Ich weiß nicht, wieso. Weil ich bin ein Spider-Man-Fan, könnte man schon sagen. Aber ich weiß nichts über die Eltern. Und zwar, also hundertprozentige Beweise dafür gibt es nicht. Aber ich habe gelesen, dass die Eltern Agenten waren. Und, ja, bei einem bestimmten Falle sind sie halt ums Leben gekommen, das ist passiert. Und dann ist er zu... Also bei welchem Fall ist unklar? Hier habe ich Zeit für Sightseeing. Genau, Spidey, jetzt lass mich bitte aussehen. Bei welchem Fall die ums Leben gekommen sind, ist unklar. Aber sie waren Agenten, auf jeden Fall Agenten, ne? Agenten, kann mal passieren, dass sie sterben. Deswegen will ich auch kein Agent werden, kleiner Spaß. Auf jeden Fall, sie waren Agenten. Und dann ist er natürlich... Ich habe Tante May versprochen, dass ich bald zurück bin. Zu Tante May. Ich sollte mich beeilen. Und zu Onkel Ben verstorben, die ihm allerdings sehr viel bedeutet haben, natürlich. Und natürlich ist jetzt Onkel Ben gestorben. Die Emotionen am Anfang. In New York gibt es manchmal nichts zum Schwingen. Über die kann man nicht unbedingt reden, weil die sind richtig schlecht. Aber was haben wir hier? Woo! Ich liebe es! Zurück nach Hause, ja, bitte. Hä, fahren wir mit der Bahn zurück nach Hause? Ja, ne? Wahrscheinlich, weil Tante May es sehen könnte, glaube ich. Aber naja, gut. Das ist der Ladescreen, der ist natürlich sehr einzigartig. Unser Zimmer ist das hier. Und drücken zum Beginn. Der Kerl, der Onkel Ben getötet hat, ist tot. Man könnte meinen, dass mir das Frieden bringt. Das war er. Nicht. Okay. Nicht mal annähernd. So Unsinn. Was bringt das denn, wenn er tot ist? Ist ja Schwachsinn. Wirf einen Blick in die Garderobe, um dir eine Auswahl von Spideys Kostümen anzusehen. Yay! Ich liebe Spideys Kostüme, Mann. So geil, Mann. Spiele jede beliebige Mission des Spiels erneut, indem du dir Bilder ansiehst. Peter Parker hat Zugang zu manchen Orten, die für Spider-Man tabu sind. Ja, natürlich. Ach nee, ist ja logisch. Setze die gesammelten Technikteile ein, um Verbesserung für Spider-Man zu kaufen. Sind das dann die Kostüme, ja, ne? Sprich mit Tante May, ist das nächste Missionsziel. Einen Moment mal, bitte, können wir das nächste Missionsziel auch... nee, ne? Das ist unser Anzug, den haben wir im Moment an, alles klar, so wir wissen Bescheid. Ja, genau, hier sieht man Hauptziel, sprich mit Tante May, alles klar. Bei der Karte sieht man das also. Gut, dann untersuchen wir mal die Garderobe, da gibt es nämlich verschiedene Spidey... Wow! Okay, wir können auch die... Guck mal, was macht er da? Ich will nachmachen. Mach nochmal. gut, das macht 18%. Mal gucken kurz. Das macht mehr. Nee, Stromresistenz. Ach so. Schussrate. Ja, also ich würde schon sagen, dass das besser ist. Aber das sieht irgendwie geiler aus, finde ich. Wow, what the fuck? Ah, das ist unser allererstes Kostüm. Diese Dance-Moves, Alter. Die sind einfach einzigartig. Ah, Erinnerung, mein erstes Kostüm. Ah, stimmt, hier steht sogar. Ich meine, ich schätze, ich könnte es noch einmal anziehen. Der alten Zeiten willen. Nice, Mann. Okay, bevor Gwen und ich uns getrennt haben, hat sie mir von diesem verrückten Tank voller Zitarale, keine Ahnung, was soll das sein, bei Oscorp erzählt, mit denen ich Vorbeugung von Stromschlingen erforscht wurde. Ja, okay, alles klar. Interessiert mich eigentlich nicht so. Ich muss das flüssiger lesen. Eigentlich bin ich schon besser geworden beim flüssiger lesen. Aber immer noch nicht perfekt. Deswegen... Ja, ich denke, wir bleiben... Oder das sieht auch geil aus. Ach du Scheiße. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Das ist die schwerste Entscheidung ever. Ich überlege jetzt gerade zwischen dem und dem. Aber das ist ja wesentlich besser. Aber auch nur, weil es Stufe 2 ist.
Kritischer Trefferschaden. Klebrigkeits. Okay. Haftdauer des Netzes. Ja gut, wisst ihr was, wir bleiben erstmal da. Weil, ich meine, wir haben das schon aufgelevelt, deswegen, wieso eigentlich nicht. So, dann wollen wir zum Tante May gehen, das ist übrigens unser Zimmer, für die Leute, die es noch nicht ganz gesehen haben. Es sieht irgendwie mehr so aus wie ein Teenie-Zimmer. Und, ja, dann wollen wir mal zu Tante May gehen, mal sehen, was sie zu sagen hat zu dem Ganzen, zu dem Leben. Verurteilter Mörder und Waffenhändler. Carradine war der Haupttäter der Schießerei in Queens letztes Jahr, der Benjamin Parker zum Opfer fiel. Einige New Yorker, mit denen wir gesprochen haben, begrüßen die Tatsache, dass die Kriminellen von der Straße geholt werden. Dieses Mikrofon ist so groß wie ihr Kopf. Ich hab nichts dagegen. Die Polizei weist jedoch auch auf eine Gefahr für die Allgemeinheit hin. Diese Person ist ein gefährlicher Psychopath. Er geht extrem brutal vor und hinterlässt die Buchstaben CK in Blut als Kennzeichen. Oh nein. Die Tatorte sehen so schrecklich aus, dass selbst erfahrenste Beamte schockiert sind. Aufgrund der Buchstaben und der Grausamkeit der Verbrechen nennt die Polizei den Mann den Carnage Killer. Sollten Sie über Informationen verfügen, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Der Carnage Killer. Das Daily Bugle News Network. Was hat die für fettige Hase? Ach, aber wenigstens ist es nun vorbei. Der Mann, der uns Ben genommen hat, wird niemandem mehr wehtun. Kennst du das wie Waschen? Nee, ne? Ach, vielleicht finden wir jetzt Frieden. Peter, was ist mit dir? Tante May, bitte wasche die Haare, dann sehen wir. Gibt's hier nicht sowas wie Haare waschen? Wie das aussieht. Alter Schwede, ich muss sagen, das Spiel unterscheidet sich nicht wirklich in der PS4-Version und in der PC-Version. Normalerweise ist ja PC immer besser von der Grafik aus, ne, aber hier nicht. Ist es falsch, früh über seinen Tod zu sein? Bin ich ein schlechter Mensch, geht's dir besser? Das sind aber sehr mysteriöse Fragen. Dann fangen wir erstmal an. Tante May, es ist nur, ich bin froh, dass ich weiß, das ist falsch. Du bist erleichtert, dass ein böser Mann niemandem mehr wehtun kann. Das ist was anderes. Du bist froh, dass ein Mörder bestraft wurde. Daran ist nichts falsch. Ich wäre noch froher, wenn du dir die Haare waschen würdest. Ein Teil von dir wünscht sich, du hättest ihn bestrafen können. Ja. Das hätte Ben nicht gewollt. Er wollte, dass du hart arbeitest, einen Abschluss machst. Eben alles, was du so gemacht hast. Wo er auch ist, er ist sehr stolz auf dich und ich bin's auch. Oh nee, bitte nicht. Bin ich ein schlechter Mensch? Ich hatte mir gewünscht, dass diesem Carradine schlimme Dinge geschehen. Das ist völlig normal. Er hat deinen Onkel getötet. Ja, aber... Peter Parker, Schuldgefühle wegen Ben sind schlimm genug. Das wirst du nicht auch noch auf dich nehmen. Wieso soll es deine Schuld sein? Hast du ihn getötet? Nein. Er war ein Verbrecher. Er hatte mit schlimmen Leuten zu tun. Darüber hatte er ganz allein die Kontrolle. Was hättest du schon tun können? Geht's dir besser? Du fühlst dich also besser? Mein Mann ist noch immer tot. Das wird für immer wehtun. Du meintest, wir könnten jetzt vielleicht Frieden finden? Ja. Jetzt, da wir diese Fragen endlich los sind. Wo ist er? Warum finden sie ihn nicht? Blicken wir jetzt nach vorne. Sieht aus wie so ein Hartz-IV-Penner. Werden wir wieder glücklich? Wir glücklich? Werden wieder glücklich, Peter. Ich verspreche es dir. Okay, das war's. Unterhaltung beenden. Du hast Whitney Chang gehört. Es gibt Leute, die dem Carnage-Killer danken. Ich kann das irgendwie verstehen. Das ist was anderes, als es gut zu heißen. Du bist ja nicht froh, dass dieser Carnage-Kerl da draußen mordet, oder? Du willst doch auch, dass er von der Straße verschwindet. Ja. Ja, schon. Und das wird er. Tante May, mach das mal lauter. Wir haben soeben von einer Geiselnahme bei Oscorp erfahren. Bewaffnete Männer haben mehrere Mitarbeiter in ihre Gewalt genommen. Oh nein! Überwachungsaufnahmen zufolge ist ihr Anführer der Berufsverbrecher Herman Schulz. Schulz? Was? Gwen, sie macht dort immer noch ihr Praktikum. So spät noch im Büro? Nein, aber ich sollte sicher gehen. Das ist eine gute Idee. Ich war immer der Meinung, ihr hättet euch nie trennen sollen. Ja. Warte nicht auf mich. Ich kann sie irgendwie nicht ernst nehmen, also sorry, aber mal sehen, ob sie wenigstens beim nächsten Mal die Haare waschen wird. Zu Hause verlassen, ja bitte. Zum Thema, ob er was dagegen tun hätte können.
dem hätte das einfach nicht egal sein sollen. Ihm war es vollkommen egal, was mit dem Ladenbesitzer des Kiosks passiert ist. Und dann kommt es natürlich auf ihn zurück. So sehe ich das hier einfach. Oh, fortsetzen bitte. Hä? Was? Was habe ich falsch gemacht? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich denke schon, dass er da irgendwie... Ach so, Hauptmann. Ach so, okay. Drücke dieses, keine, wie nennt man eigentlich diesen mittleren Button hier, diesen großen, mit dem Touchpad vom, eigentlich Touchpad oder Touchbutton wahrscheinlich oder sowas, keine Ahnung, irgendwie so. Drücke L, um Geschossen auszuweichen. Nice, sehr interessant. Also ich denke schon, dass er was davon dazu, dass er Schuld hat, dass, obwohl kann man nicht so sagen, weil ich meine, wer hätte das erwarten können, aber, ja gut. Mir persönlich macht das Kampfsystem ultra mega Spaß, aber wenn ich so über die Anfangssituation nachdenke. Eigentlich sage ich immer dazu gerne was zum Schluss des Let's Plays, weil... ja, also es war echt... das Unemotionalste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und verdammte Scheiße, lädt das hier lange. Ich muss sagen, die Ladescreens... Ja. Was? Wollt ihr mich verarschen, oder was? Was? Alter Schwede, ich leg den Controller einfach weg, meinetwegen. Ja, also ich muss sagen, das Fliegen und sowas macht echt Spaß. Ein paar Leute habe ich auch in den Kommentaren gelesen, sagen, dass der erste Teil besser sein soll als der zweite Teil. Habe ich auch gehört, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Vielleicht von der Story ein bisschen emotionaler oder sowas. Mal sehen, ob ich noch das Gefühl entwickle dafür. Aber es fällt mir wirklich schwer, mich in ein Spiel hineinzuversetzen, wenn es ja einfach total unrealistisch ist und es lädt immer noch unglaublich. Gut, es geht erstmal um Gwen. Wir haben uns anscheinend mit Gwen gezänt. Und meine Tante sagt ja, wir sollen wieder zusammenkommen. Also sie will das irgendwie. Sie hat ja gesagt, ich wusste, dass ihr zusammengehört oder sowas. Keine Ahnung. Und ich finde, das dauert schon ein bisschen zu lange für eine PS4. Download 90%. Ach du heilige Scheiße, wie lange soll das denn dauern? Naja gut, dann hoffen wir mal, dass Gwen gut aussieht, weil wenn nicht, dann, ne? Ne, ich kann mir schon die Situation vorstellen. Alter Schwede, ist das euer Ernst? Wieso dauert das denn bitte schon so lange? Na gut, dann warten wir halt so lange. Download 91%, alles klar. Ich habe sowieso nichts Besseres zu tun, geht ja nur auf unsere Zeit, ne? Also ihr wollt mich doch verarschen, oder? Dann lasst uns mal so lange den Ladescreen ansehen. Wir haben hier sowieso nichts Besseres zu tun. Das ist also die Oscorp Corporation. Was die genau sein soll. Wahrscheinlich so eine Bürozentrale für irgendwas, schätze ich mal. Daneben noch zwei Helikopter. Keine Ahnung, was die da wollen. Und oben ist so eine Explosion. Und wenn da Gwen gearbeitet hat, dann kann ich ja irgendwie schon vorhersehen, dass, ne... wir sie befreien müssen. Und ganz ehrlich, das dauert mir wesentlich zu lange. Ich denke, ich mache einen Schnitt. Es tut mir leid, aber das dauert mir zu lange jetzt hier. Also ich muss sagen, ich warte hier jetzt ungefähr schon so 8 Minuten lang, bis der Ladescreen endlich endet. Und ich finde es ein bisschen erbärmlich für ein 99 Euro Spiel. Also 60 Euro quasi, kann man so sagen. Dass ich jetzt fast hier 10 Minuten im Ladescreen hier verbringe, finde ich ein bisschen... ja, also ich kann vieles verstehen, so ich achte ja nicht auf Grafik oder sowas, ich achte ja nur auf den Spielspaß, aber sowas finde ich dann ein bisschen unnötig, weil, ich meine, wieso downloadet es die Mission jetzt, wieso mitten im Gameplay, ich meine, ich will ja wissen, wie es weitergeht, wieso jetzt, ach und jetzt nochmal, alles klar, okay, oh nein, oder? Das finde ich ein bisschen scheiße, muss ich ja auch ganz ehrlich sagen. Und da denke ich mir so, 60 Euro jetzt für das Spiel nochmal. Ich habe jetzt den ersten Part auf PC gespielt. Allerdings hat es mir da gar nicht gefallen. Und da hat es nicht mal annähernd so lange gedauert. Na, wenigstens geht das Laden ein bisschen schneller. Weil, ich meine, ja, ich denke, für ein 60 Euro Spiel, ich finde es ein bisschen scheiße, sorry, aber, ja. Dass ich jetzt noch einen Cut machen musste, jetzt so einen gezwungenen, sage ich mal. Schulz ist meinetwegen entkommen. Wenn er jemanden verletzt. Nein, dieses Mal nicht. So, endlich geht's weiter. Nach eineinhalb Jahren. Aber naja, gut. Worüber ich mich unterhalten wollte. Und zwar, ich finde diese Flugpassagen eigentlich ziemlich geil. Weil man... Es macht einfach ultra mega Spaß zum einen. Und ich liebe einfach dieses Feeling. So, es fühlt sich wirklich gut an. Und wir haben eine neue Nachricht. Dann wollen wir mal sehen, wer uns was geschickt hat. Upgrade. Nice.
Ach du heilige Scheiße, wir können uns upgraden. Da kann ich mich gar nicht entscheiden, weil wir alles upgraden können. Werfen, Waffenblockade klingt eigentlich ziemlich gut. Was genau macht es? Durch seine Übungen lernt Spider-Man, dem Feind durch die Netzzugtechnik Waffen zu entreißen und sie permanent auf dem Boden festzukleben. Das ist sehr gut, muss ich sagen. Ich würde mich persönlich eher für die Schleuder hier entscheiden. Was haben wir hier? Tempo. Durch eine technische Modifizierung seiner Netzdüsen kann Spider-Man seinen Netzzug jetzt erheblich schneller wieder verwenden. Alles klar, sehr interessant. Das würde ich gerne nehmen, die Schleuder. Das sieht sehr, sehr cool aus, finde ich. So, dann würde ich sagen, wir machen erstmal weiter. Und ja, ich liebe einfach dieses Open-World-mäßige. Also, ich meine, gut. Ich muss da rauf. Oh shit, hier sind wir schon. Die Leute brauchen Hilfe. Ich muss sagen, jetzt abgesehen vom, vom Ladescreen-Technischen, der ja ultra scheiße ist. Oder vom, Story-Technischen, ist auch nicht gerade so toll. Aber jetzt von diesem, von diesem Aspekt her ist es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Wo müssen wir hin genau? Wir müssen sein irgendwie. Ach, hier. Oh, ach du Scheiße. Was ist denn hier los? So, dann wollen wir mal sehen. Wir sind da, Leute. Oh yeah! Nein! Alles weiß! Ich fühle mich so, als würde ich meine Drogen nehmen. Daran werde ich Russen? Ich hatte Schulz-Leute erwartet. Russen? Was? Der Typ hat da einfach mal eine Waffe. Gut, dann werden wir jetzt erstmal um den kümmern mit der Waffe. Nein! Ach, das ist dein Ernst, Alter. Ist doch nicht dein Ernst, oder? So, genau, das ist nice. Endlich. Ich hasse diese Pisser mit Waffen, Alter. Ach, der hat auch eine Waffe, oder was? Ach, du meine Güte. So. Ich kann mir vorstellen, wenn es mehr Leute mit Waffen gibt, dann kann es ganz schön schlecht enden für uns. Yeah! Was war das denn für ein Sound? Ich muss diese Trümmer bewegen, damit ich reinkomme. Ich muss diese Trümmer beseitigen. Alter Schwede. Juhu! Ich liebe es zu fliegen. Auskompetent. Nein, was? Nein, doch, ich wollte. Ich frage mich, wieso als standardmäßig Nein angeklickt ist. Wieso kann man nicht einfach was bei Ja lassen? Yeah! Ladescreen, geil, Mann! Ja, Mann, es lädt schon wieder! Ich liebe es! Ich hoffe, man merkt die Ironie. Nach unten bewegen. Oh, das ist cool. Nice. Das wollte ich gar nicht, aber egal. Aber wisst ihr was? Wieso machen wir es eigentlich so umständlich? Er wird sich doch eh nie was brechen. Woo! Oh, du meine Güte, wo sind wir denn jetzt bitte gelandet? Schau ich das mal an. Wir müssen nach oben, glaube ich. Du kannst dich an die Wände drücken, ohne an ihn zu krabbeln. Ich höre einen Russen. Ach du heilige Scheiße. Es ist nicht so, dass du deinen Job nicht beherrschst. Okay, ist es doch. Guck mal, der hängt ab. Ach ja. So. Wo wollen wir hin? Nach links, weil ich Linkshänder bin. Definitiv. Wir können klettern, aber das will ich erstmal gar nicht. Woo! Ich liebe es! So. Wir müssen ja nach unserer Freundin sehen. Ich denke aber nicht, dass sie gefangen wurde, oder? Ist das die Corporation? Sieht ziemlich komisch aus irgendwie. Weiter komme ich in den Lüftungsschächten nicht. Was? Ach so. Oh, cool. Können wir nicht unseren Move machen irgendwie? Was? Oh, scheiße Geiseln. Max. Max, still. Okay, Max. Es ist ganz einfach. Sag uns, wo die Waffen sind, oder du stirbst. Ich bin Elektroingenieur. Ich komme nicht in diese Bereiche. Dann ist das kein guter Tag für dich. Was, Max? Diese Mundsynchronisität. Mundsynchronisation, meine ich. Ich hasse es, wenn ich mich selber nicht höre. Reingelegt. So, nichts mit Waffen, mein Freund. Nichts mit Waffen. So, wieso hat er die Waffe nicht an den Boden festgeklebt? Ist ein bisschen ungewohnt, wenn man sich das selber hört. Weil wenn ich PC-Spiele spiele, höre ich mich immer selber. Und nicht zu Hause nachmachen. Aber wenn ich hier solche Spiele spiele auf der Konsole, höre ich mich nie selber, deswegen. Ist ein bisschen ungewohnt und da haben wir wieder so ein Päckchen. Danach habe ich gesucht. Yeah!
Endlich. Oh, da hinten ist noch eins, glaube ich. Wow, ich liebe es zu fliegen. Was? Audio-Eintrag freigeschaltet. Lass uns mal sehen. So. Okay. Von Max Dillian. Ach, wir haben so viele. Schaut euch das mal an. Parker, ich brauche ein Bild von Oscorp Schild. Aber nicht das langweilige Foto, das sie in ihrer Pressemappe haben. Ich will eine spannende Einstellung. Etwas, das sonst niemand hat. Ja, wir sind ja eingestellt bei so einem kleinen das ist... Was? Stimmt. Und zwar dieser Jonathan, oder James, Jonathan Jameson, keine Ahnung, wie genau heißt, wofür das J steht, ist unser Arbeitgeber, bei dem arbeiten wir. Und er weiß nicht, dass wir Spider-Man sind. Und er macht Spider-Man immer schlecht, deswegen. Parker, du hast doch Freunde bei Oscorp, oder? Ich will ein Bild von diesem neuen Flugharnisch haben, den sie für das Militär entwickeln. Er soll manövrierfähiger als alles andere draußen sein. Ach du Güte, ach du meine Güte. Das muss ein Fehler sein. Sie benutzen mein Energienetz. Genau so, wie ich es entworfen habe. Das müssen Sie wissen. Mama sagt, Sie haben es gestohlen und ich war dumm genug, kein Patent anzumelden. Aber ich habe jahrelang bei Oscorp gearbeitet. So etwas würde man mir nicht antun. Ein Versehen, mehr nicht. Alle sind so betroffen wegen Mr. Osborns Tod. Sie haben es einfach vergessen. Ich rede mit dem Boss. Und wenn ich zu Mr. Mencken gehen muss, Sie werden mich bemerken. Dafür sorge ich schon. Alles klar. Ist das nicht der Typ, den wir da hinten gesehen haben? Also kann man auch die... so können wir es auch abspielen. Alles klar. Dann gehen wir erstmal zu dem guten Herrn hin, der da entführt wurde. Oh, da haben wir hinten haben wir noch was. Was ist das denn bitte? Audio-Eintrag freigeschaltet, meinetwegen. Mein Vater hat mir alles hinterlassen, was er hatte. Sein Vermögen, Oscorp und die Krankheit, die ihn umgebracht hat. Laut unserer medizinischen Berichte schreitet sie in mir schneller als in ihm voran. Was er zur Verlängerung seines Lebens getan hat, wird bei mir nicht funktionieren. Ich muss ein Heilmittel finden, und zwar schnell. Doch die vielversprechendsten Forschungsergebnisse lagen in der Arbeit seines alten Partners Richard Parker zur Artenkreuzungsgenetik. Und Parker verschwand vor über 10 Jahren. Dieser Harry Osborn, ich denke, das ist das nicht so sein bester Freund? Müsste er eigentlich, ne? Ich habe nämlich die neuen Spider-Man-Filme nicht gesehen. Ich würde gerne die Leichen befreien. Oder haben wir hier noch einen? Das geht nicht. Ich kann ihn nicht befreien. Ich glaube, hier ist... Ach, was? Ah, da hinten ist doch jemand. Ach du meine Güte. Sie sprechen immer von einer Waffe. Ich verwette mein letztes Netz, dass Schulz zur Abteilung für Spezialprojekte will. Rette Max Dillon. Das ist der, ich glaube, von dem wir die Aufnahme gehört haben. So sieht er zumindest aus. Wow. Das war Metall, ne? Überragend. Oh, sorry, meine Cam laggt. Einfach Spider-Man. Mr. Spider-Man war mein Vater. Und du bist? Max. Max Dillon. Sehr schöne Haare. Du musst mir helfen, Max. Sei meine Augen und Ohren. Schaffst du das? Ehrlich? Ich meine, ja. Ich lass dich nicht im Stich. Gut, bring die Geiseln durch Treppenhaus C. Da ist alles sicher. Danke für deine Hilfe, Partner. Partner? Der ist so glücklich. Können wir ihnen helfen? Nee, das macht er schon alles, ne? Gut, dann wollen wir jetzt mal rausgehen. Ich glaube, es geht hier raus. Hui! Nope. Also ich muss sagen, die Haare der Menschen hier sind echt alle nicht so ganz gewaschen, ne? Netzschuss, für was denn bitte? Was? Ach, da oben kann ich hin, oder? Wo ist der? Kann ich hier rein? Ah ne, einfach hier drüber, alles klar. Okay, es geht da lang. Yay! Diese Förderbänder bringen Behälter mit Kühlmittel zum Kern. Du kannst doch an Oberflächen haften, oder? Sicher, der Typ, der an Oberflächen haftet, kriegt die gefährlichen Jobs. Die Kernschmelze lässt sich nur verhindern... So, ich habe ihn natürlich nicht ausdrehen lassen, das tut mir leid. So. Oh, der Part geht schon ziemlich lange. Ich denke, bald werden wir ihn beenden. Ja! Ladescreen! Geil, Mann! Oh, er lädt schneller. Das ist ja total ungewohnt. Du meine Güte. So, dann wollen wir mal nach unten.
Ach du Scheiße. Das Ding ist riesig. Und wenn es explodiert, gibt es ein riesiges Loch mitten in Manhattan. Alles klar, ich will die Folge nicht zu lange machen, also vielen Dank fürs zu Ende schauen. Wenn euch der Part gefallen hat, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Link in der Beschreibung zu allen anderen Parts von The Amazing Spider-Man 2. Abonniere jetzt meinen Kanal, um unsere Nation beizutreten. Und ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Ciao, ciao!